Hallo Süße. Du, ich wollte noch kurz was für die Kids einkaufen. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Also ich müsste wirklich so in 5 Minuten maximal zu Hause sein. Ja, ist das okay? Hallo? Hallo? Hallo Emil, warum bist denn du am Mamas Handy? Ja, die Mama ist irgendwie weg. Wo ist denn Mama? Wo ist denn Finja? Finja sitzt neben mir. Wo seid ihr denn? Wir sitzen im Auto. Wie im Auto? Und wo ist Mama hin? Ich weiß nicht. Ist alles in Ordnung bei euch? Du hörst dich komisch an. Ja, mir ist so heiß. Sind die Fenster geöffnet? Nein, wir können die Fenster nicht öffnen. Gibt's keine Kurbel, dass du irgendwie drehen kannst und das Fenster aufmachen kannst? Wo seid ihr denn bitte? Wir sind auf irgendeinem Parkplatz. Beschreib mal bitte, was du sehen kannst, mein Süßer. Beschreib, was siehst du? Was siehst du für Gebäude? Ich sehe. Hallo, Emil, alles in Ordnung? Was siehst du, Süßer? Was siehst du? Ein Supermarkt, der neben einer Bank steht. Und noch eine Kirche. Okay. Und wenn ich mich noch ein bisschen umgucke, sehe ich auch eine Bushaltestelle. Eine Bushaltestelle? Dann weiß ich, glaube ich, wo ihr seid. Versuch, gegen die Fenster zu kloppen. Hört dich irgendjemand? Versuch mal bitte, auf euch aufmerksam zu machen. Ja. Ich versuch's. Was macht Finja? Ist sie wach? Finja, ja, sie hat die Augen offen. Och Mann, also ich bin gleich bei euch. Ich beeile mich richtig doll. Ich glaube, ich weiß, wo ihr seid. Bleib schön am Telefon und rede weiter mit Tante, ja? Meine Schwester hatte heute einen wichtigen Termin und wollte die Kinder zum Spielen vorbeibringen. Ich sollte auf die beiden aufpassen. Aber als ich sie dann angerufen habe, dass ich noch kurz einkaufen gehe, war mir nicht klar, in was für einer lebensgefährlichen Situation die beiden sich gerade befanden. Jetzt auf Streife, die Spezialisten. Ich sehe euch. Rede weiter mit mir, ja? Oh, Mist. Ich bin bei euch, alles wird gut. Ich rufe kurz den Notarzt, ja? Schön wach bleiben, okay? Ich leg kurz auf. Wo war meine Schwester? Also, sie würde niemals die Kinder so lange alleine im Auto lassen. Ich meine, bei so einer Hitze ist es ja wirklich lebensgefährlich. Emil, schön wach bleiben. Rutsch mal bitte rüber zu Finja. Ich versuche, die Fensterscheibe einzuschlagen. Rutsch rüber, mein Süßer. Schön wach bleiben. Oh nein. Emil, bitte bleib wach. Wach bleiben. Das gibt's doch nicht. Ich krieg's nicht auf. Für die Kinder könnte das verschlossene Auto wegen der Hitze tatsächlich zur Todesfalle werden. Mit Hilfe eines Passanten unternimmt ihre Tante einen verzweifelten Rettungsversuch. Wie sind die denn da reingekommen, die Kinder? Das weiß ich ja alles nicht. Das verstehe ich eben nicht. Das würde meine Schwester niemals machen. Niemals. Irgendwas ist passiert. Oh Gott, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Bitte machen Sie schnell. Mein Neffe ist nicht mehr ansprechbar. Okay, wir kommen jetzt. Er ist nicht mehr ansprechbar. Warte. Kommt an die Tür, geht meine kleine Nichte ist 10 Monate alt. Die Türen gehen nicht raus. Nein. Schon Körner, ja? Ja, mach mal. In so einer Situation fackeln wir nicht lange. Wenn wir sehen, dass ein verschlossener Raum ist, in dem ein Kind liegt, bei den Temperaturen, da wird sofort die Scheibe eingeschlagen, das Fahrzeug wird geöffnet, sodass wir recht zügig an die Person ran können, um zu helfen. Mach auf. Fertig? Alles wird gut. Gehen Sie mal weg. Zurück. Gehen Sie zurück. Mein Neffe ist nicht mehr ansprechbar. Der ist bewusstlos zur Seite gekippt. Ich weiß nicht, wie lange die da drin sind. Hört auf deine Finger auf. Das war schon zu spät. Mach mal auf. Mach auf. Oh mein Gott. Oh Gott, geht es denen gut, den beiden? Oh Gott, es muss irgendwas passieren. Warte, pass auf. Jetzt. Mach okay, auf. Auf. Ja, okay. Ich mach sie auf der anderen Seite auf. Mal hinten auf. Geh mal hinten rüber. Hallo! Na, kleine Maus? Oh. Hallo! Okay, ziehst du ihn raus? Ja, dann ist egal. Wir ziehen ihn hier raus. Warte kurz. Nimm die Lütte raus. Nimm die Lütte raus. Nimmst du ihn weg? Warte, ich mach eben Sättigungsflip dran. Guten Tag. Ich hab Atmung und Frequenz. Ja, okay. Du bist ja ein toughes Mädchen.
Kannst du mich damit bitte? Warte mal, ich leg einmal Güdel ein, damit ich die Zunge nicht reinfällt. Nachdem wir dann endlich an das Fahrzeug dran konnten, habe ich mit Erleichterung festgestellt, dass das kleinere Kind mich sofort anguckte und auf mich einbrabbelte. Das fand ich schon mal sehr gut. Trotzdem fühlte es sich sehr warm an. Der zweite Junge reagierte auf gar nichts, sodass ich mich entschlossen habe, den in Crash-Rettungsmanier sofort aus dem Fahrzeug rauszuholen. Franco? Ja? Habe ich eine Trage, die Lütten rausziehen kann? Die Trage ist drüben schon. Die Trage ist hier. Wer braucht denn eine Decke? Das verstehe ich auch nicht. Wirklich, ich kann das gerade. Es muss nicht mehr auf die Beine. Ich verstehe das nicht. Nimmst du die Beine ab? Ja, dann geh rüber. Warte. Komm her, Klasse. Zieh. Hast du, vor die Kopf? Nimm. Kopf hat keine Hand. Ich hab die Beine. Okay, Foto weg. Okay, hast du den Kleinen? Ja. Ihm geht's gut, ja? Okay. Also hier scheint augenscheinlich alles gut zu sein, ja? Brauchst du ein Beule? Okay. Nee, Atmung ist noch selbstständig. Okay. Ich zähle ein bisschen rum. Nee, Atmung hab ich noch. Lass den jetzt im Wagen machen. Ja. Ja. Augenscheinlich soweit alles gut. Sie kann einer hier mal hochhalten? Guck mal, wer reagiert auf alles? Achso, ist das so spannend hier? Anschnallen, ja. Ins Auto. Ja, ich geh mit ihr mal schatten, weil es auch so mal das Armorbeutel ja. Ist. Ja, gib mir drauf. Alles gut. Wir schauen mit dem Schatten. Wir werden warmen. Die Leder sind bereit. Okay, wir machen Sauerstoff dran. Wir atmen selber. Warte, hast du? Wo ist mein Selbstmordklitten, oder ich sehen kann, dann ins Fahrzeug? Willst du deinen Arm? Nimm mal alles mit. Weil dir das der Name, mach meinen dran. Ich hab meinen dran. Okay. Emil, alles wird gut. Wer sind Sie? Sind Sie die Mutter? Ich bin die Tante. Ich bin die Wo ist denn die Mutter? Das weiß ich eben. Das verstehe ich alles gerade überhaupt nicht. Was für ein Albtraum. Ich hatte mich so auf einen schönen Spielenachmittag mit den Kindern gefreut. Und dann sowas. Kinder im Krankenwagen, Sanitäter. Carla kann es niemals absichtlich getan haben. Stellst du mir ein Baby-RTW nach? Leitstelle Köln für den einzelnen Erfahrungsraum. Ja. Alles gut? Ja. Wir haben alles gut überstanden. Ne? Eine Maus. Alles gut. Bei solchen Temperaturen, wenn es immer wärmer wird in einem geschlossenen Raum, die Luft sich aufheizt, heizt sich auch automatisch der Körper auf. Der Körper versucht dann irgendwann gegenzusteuern, indem er die Hautporen öffnet. Man fängt an zu schwitzen und man versucht durch Verdunstung so ein bisschen die Körpertemperatur zu regulieren. Irgendwann geht das aber nicht mehr, weil man dann so dehydriert ist, dass der Körper keinen Austausch mehr machen kann. Das heißt, der Körper hitzt selber auf. BWRTW ist unterwegs. Muss der beatmet werden, ja? Oder nicht? So. Ich habe diesen Arm schon mal fertig gemacht. Arme tut er noch. Guck mal hier. Guck mal, das kann man so schön sehen. Der zieht auch nicht ein. Gut, aus. Gut. Lass ihn. Genau. So, die Infusion. Hat er schon Fieber gemessen? Ah, mach mal Augen auf. Ah, guck mal. Hallo. Fieber haben wir Kompressor. Komm hier rein. Kompressor. Super. Fieber haben wir kommen zu sich, ja? Gott sei Dank. Darf ich mal? Ja. Ein bisschen mehr Ruhe im RTW, bitte. Alles klar. So, mehr habe ich nicht. Hey, Olli, kriegst du wohl Luft? Wie heißt du denn? Hey, Süßer. Wie heißt du denn? Du bist der Emil. Ich bin der Oliver. Hier ist ganz schön warm, ne? Erschreck dich mal nicht, wir legen überall so Kühlkompressen jetzt hin, ja? Dass du ein bisschen kälter wirst. Achtung, die Trage kommt mal ein bisschen nach oben. Hier. Achtung. Nein. Gib dir sofort. Nicht. Vorsicht. Lass uns mich erst zu Ende machen. Okay. Du kriegst jetzt von mir was zu trinken. Lassen Sie jetzt was mit dem Kollegen machen, okay? Ja. Er ist jetzt in guten Händen, ja? Okay. Er ist bei Bewusstsein. Ich mach das mal eben dann dran, ja? Okay. Stopp. Hier brauchen wir mal ein Tuch. Ist es selbstverständlich, dass man Durst hat. Nur ich muss erst mal eine Diagnose machen und meine Untersuchung machen, bevor ich den Lütten was trinken lassen kann. Es kann ja alle möglichen Gründe haben, warum der bewusstlos ist. Es kann auch ein Schädel-Hirntrauma sein, dass den Kopf anschlägt oder so. Oder er bricht Übelkeit hat. Das muss ich erst mal alles ausschließen. Und wenn er dann Schluckreflexe hat, auf mich adäquat reagiert, spricht auch eigentlich nichts dagegen, dass er dann schluckweise anfängt zu trinken. Wir tauschen Plätze. Du sicherst mir das hier noch? Wir tauschen Plätze. Dann guck ich mir aber den Lütten von oben an. Guck mich mal an. Ich hab nix. Hier ist warm, ne? Du bist zu klein, Mario. Ja, ist mir auch. Kannst du ungefähr abschätzen, wie lange du schon in dem Auto gesessen hast? Bestimmt so 30 Minuten. 30 Minuten? Oh Gott, da muss was passiert sein. Das kann ich mir anders nicht erklären. Das würde sie niemals machen, wirklich. Und die Mama niemals. Ist eher mehr so eine fürsorgliche wirklich, eigentlich. Wirklich, sehr, extrem. Also okay. Man kann sich mal hundertprozentig auf sie verlassen. Kinder sind für sie einfach ein und alles. Und das würde das sie nicht Tante? Machen. Ja. Gut, die lassen wir jetzt mal ausnahmsweise hier, ne, dass du nicht so alleine bist. Tut dir hier irgendwas weh? Wo kann sie denn hingegangen sein? Sie und du wolltest mit der Mama hier einkaufen. Ich hab ein bisschen Kopfweh. Du hast ein bisschen Kopfweh. Ja, pass auf, wir geben dir jetzt ein bisschen Flüssigkeit.
kühlen dich ein bisschen runter. Ja, lassen hier die Türen auf, damit so ein bisschen Luft durchzieht. Emil. Acht. Emil, kannst du dich vielleicht daran erinnern, wo die Mama hingegangen ist? Hast du irgendeine Idee? Sie hatte gesagt, sie wollte zur Apotheke kurz was holen gehen, weil es ihr nicht so gut geht. Okay, Apotheke. Pass auf, Franco. Hör mir zu. Wenn sie sagt, sie ist eigentlich fürsorglich und lässt die Kiddies eigentlich nicht alleine, tu mir einen Gefallen, geh einmal gucken. Ich nehme die Lütte jetzt und gebe die in den Baby-RTW. Der ist unterwegs, ja? Der ist in einer Minute jetzt da. Soll ich ihm ein Foto zeigen? Geben Sie mir ein Foto, damit ich ein bisschen, ich weiß ja nicht, wie sie aussieht. Wo ist mein Sättigungsclip? Man muss in diesem Fall auch ein bisschen Sherlock Holmes spielen. Wir wussten nicht, wo die Mutter war. Nachdem der Emil uns dann aber die Angaben zum Glück gegeben hat, ja, dann wurde es schon ein bisschen haarig. Alles wird gut. Ich suche gleich Mama, ja? Guck mal hier. Soll ich suche gleich Mama. Da brauchst du keine Sorgen machen. Ist jetzt 39,5. Nee, ja, geht runter. Die kommt jetzt in extra Krankenwagen, wo du brauchst keine Sorgen. Wir gerade 43 haben. Wie ist das denn? Hallo. Eigentlich bin ich gut drauf, ne? Herr Doktor? Ja. Körperkerntemperatur ist auf 39,5 schon runter. Eben hatten wir 42. Ja, behalte sie im Auge, okay? Ich übergebe eben das Kind. Mäuschen, wer bist du denn? Das sieht so aus. Doc, ja. Sie waren nicht in der Apotheke. Sie waren nicht dort? Nein. Okay. Also muss sie woanders sein. Tut mir gefallen. Such weiter. Ich übergebe ihm, dann bin ich auch für das Ich komme am besten mit, ja? Und dann ist sie immer suchen, ja? Ja. Okay. So. Mal gucken, wo die Mama ist. Tatsächlich fehlte von Carla jede Spur. Sie war wie vom Erdboden verschluckt. Also ich habe mir wirklich unglaublich Sorgen gemacht. Wie heißt sie mit Vornamen? Carla. Carla? 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 Das kann doch nicht sein. Oh Gott. Scheiße. Jungs, hier ist der Franco. Einmal zu mir kommen mit Trage, mit Equipment. Ich habe hier leblose Personen. Wird wohl die Mutter sein. Hallo? Mir ist fast das Herz stehen geblieben. Ich dachte mir nur, oh Gott, was ist hier passiert? Ich habe meine Schwester noch nie in so einer Lage gesehen. Geht es dir gut? Bewusstlose Person, beziehungsweise somnolent. Ich ziehe sie jetzt gleich hier raus. Die ist zwischen den Fahrzeugen. Ich wink mal hier. Hier! Ich bin Sissi, Carla. Okay, gut. Guck mich an. Das müssen wir mal sehen. Okay. Oh. Können Sie mich verstehen? Ja? Carla. Was? Was ist passiert? Okay, gut. Komm, Jungs. Was? Wir ziehen Sie raus hier, zwischen zwei Autos. Carla, ich soweit bin zum hier. Bei dir. Ich bin bei dir. Okay, Achtung, hier sind wir schnell runter. Die Temperatur ist nicht mehr auch noch hier. Pass auf, eine mal hinten dran, dann kommen wir mit Kopf von hinten. Ansprechbar? Somnolent. Ich kann nicht mit dir reden. Aber Atmung hast du? Atmung ist da. Okay, Pulse raus. Nachdem der Franco mich zu der Mutter gerufen hat, musste ich leider feststellen, dass meine Befürchtungen wahr wurden. Wir haben uns entschieden, sie zwischen den parkenden Autos erstmal rauszuholen, auf die Trage zu legen, dass ich dort an die Patientin rankam und eine Erstdiagnose machen kann. Sie sagte keine Vorerkrankungen, sagte die Schwester keine Allergien, keine Medikamente, die sie nimmt. Hat dir irgendwer was angetan, Carla? Ist alles ruhig. Okay, Atmung habe ich. Okay, mach mal direkt. Ich habe hier einen Sättigungsclip habe ich dran. Hast du schon dran? Gucken wir. Gucken das weg. Okay. Versuchen wir mal die Augen aufzumachen. Aber guck mal, die ist heiß. Die glüht auch, ne? Die ist heiß wie verrückt. Ja, für wir machen gleich direkt mal Temperatur. Okay, mach an. Einfach dran. Ich bin bei 99er Sättigung, Tachykard. Ja. Gib mir auch mal direkt was schön schneller, Griff in den Augenzugang und Volumen rein. Okay, bei der Hitze verlierst du ja ohne Ende. Okay. Können Sie die Augen aufmachen? Wissen Sie, was passiert ist? Meine Kinder. Den geht's Kindern gut. Geht's gut. Den geht's gut. Ist alles in Ordnung. Den Kindern geht's gut. Danke. Alles gut. Doc? Finja und Emil geht's Guck gut. Dir das mal alles an, gut. Guck dir das die mal an. Die werden versorgt. Mach mal so vor. Hast du das alles mal hier? Gut. Was? Guck mal hier. Ist alles noch mal gut gelaufen. Guck alles gleich gut. Ja. Mach einen Zugang rein. Ja. Ganz ruhig, sie liegen bei uns im RTW. Tut Ihnen irgendwas weh jetzt? Mir geht's nicht so gut. Ja, das merke ich. Wenn es Ihnen gut ging, wäre ich nicht hier. Das Baby ist weg. Ich habe einen grippalen Infekt. Ja. Okay, und was tut Ihnen jetzt akut weh? Gucken Sie mich mal an. Ganz ruhig. Tut Ihnen irgendwas weh am Kopf? Nein, sie blutet alles kalt, nicht erschrecken. Ihnen tut alles weh. Nicht so doll den Kopf bewegen. Ich wollte nur Medikamente in der Apotheke. Ganz ruhig. 41. Okay. Alles gut, wir haben Sie. Okay, wir haben Sie. Die Mutter äußerte ja, dass sie das Gefühl hat, sie hat einen grippalen Effekt im Körper und wollte sich deswegen in der Apotheke mit Medis zuknallen. Naja, geperlt mit den Wetterverhältnissen und dem Volumenverlust kann man schon mal sagen, okay, man kriegt weiche Knie und fällt um. Dass jemand so somnolent war, konnte ich mir jetzt eigentlich nicht so vorstellen. Deswegen
habe ich für mich versucht, eine weitere Ursache zu finden. Dann fahre ich mal mit dir mit, ja? Super, hast du super gemacht. Nein, nein, geh lieber zu Mama. Ja, sicher? Oh, wir passen schon auf ihn auf, keine Sorge. Ich wusste doch, Emil, tapferster Junge weit Emil, und breit. Emil, du hast das super gemacht. Und danke nochmal für deine Information. Und schau mal, was wir hier haben. Für dich, weil du so tapfer warst und hast dann auch uns geholfen. Wartet mal hier, wir gucken jetzt mal eben nach Mama. Ja. Und wir erzählen es vielleicht mit der Erno einmal drüber gucken. Also noch nicht abfahren. Okay. Guckst du noch mal drüber zur Sicherheit? Ja, die Werte sind ja so weit stabil. Okay, alles klar, gut. So. Wollen Sie hier bleiben? Wollen Sie mit? Okay, ich komme mit. Dann lass den Lütter oder das Wasser da. Okay, gut. Sag's mir Bescheid, wenn was ist, Doc, ja? Ja. Ich schreibe mal die Daten auf. Ich könnte da gleich auch mit 6 Litern retransfundieren. Wir haben jetzt unter den Achseln im Schritt Kühlpack drauf getan. Temperatur ist jetzt bei 9,8 soweit. Sie ist weiterhin ein bisschen somnolent, aber halbwegs orientiert. Ich habe mir den Finger gerade mal genauer angucken. Den musst du dir angucken. Da stimmt irgendwann ganz viel weit nicht. Okay, definitiv knabbert sie, das weiß ich. Gut, kurze Frage. Irgendwelche Allergien auf Medikamente? Nein. Tust du sich irgendwas rein? Nein. Okay. Definitiv nicht. Muss man angucken. Das ist, das Einzige, was ich weiß, dass sie knabbert, vor allem in Stresssituationen. Wie geht's meinen Kindern? Alles Ihren gut. Kindern geht's gut. Geht's wo gut. Sind die? Denen geht's gut. Ja, ihr habt ja dran, ich kann vertrauen. Die werden gerade gut versorgt. Ja. Ach du meine Güte. Also das ist nicht mehr angeknabbert. Okay. Hast du wieder geknabbert? Ein bisschen. Pass mal auf. Eine Kompresse. Kurze Frage. Sag mir mal, wann irgendwo was wehtut. Ja. Der ist leicht entzündet. Bisschen, ja. Der ist leicht entzündet. Die sehen ja alle schlimm aus. Ach, süßer. Das tut weh. Das ist schon gar keine kein einzige Nagelbettentzündung. Das ist schon fast aus wie eine Sepsis. Soll ich mal hier aufpassen? Meinst du, das ist schon hochgewandert? Ich bin da. Noch da. Sagen Sie mir ab, wo das weh tut. Ja. Oder bis wo es weht. Das tut weh, ne? Das tut weh. Das tut alles noch weh? Das tut alles weh, ja. Hier auch? Ein bisschen. Ja, das ist schon ins Gelenk reingewandert. Wenn man so eine Eiterquelle hat, egal Fingernagel, Zehennagel, Augenlid, kann immer sich in die Blutbahn verschleppen. Damit kriegt man eine Sepsis. Sepsis macht immer riesen Temperaturanstieg und ist sehr kreislaufbelastend und kann schon so eine symptomatisch hervorrufen. Ich denke mal, die hat irgendeinen Infekt im Körper. Gepaart mit den Temperaturen hier wird sie das niedergestreckt haben. Ich denke, das ist ein grippaler Infekt. Nee, ich denke, das ist mehr was Infektiöses, wegen ihren Fingernägeln. Okay. Ja, da werden sie das so weit runter gekaut haben, dass sie sich hier einen richtigen Infekt reingedrückt. Das muss auch eröffnet werden. Ich hab ein Pflaster drauf. Ja, ja, aber das wird nicht reichen. Das wird man eröffnen müssen im OP. Was ist das dann? Das spannt auch richtig wahrscheinlich, ne? Können Sie den noch krumm machen, den Zeigefinger? Nee. Tut scheiße weh, ne? Mhm. Mhm. Alles klar. Da ist ein richtig fetter Effekt drin. Das erklärt natürlich einiges. Ich habe eine Kompresse runtergelegt. Tut mir gefallen. Ja. 2 Liter Sauerstoff. Sie dürfen mitfahren. Ja. Weißt du, das Einzige, was wir machen, wir gucken mal, wie fit der Lütte jetzt ist. Damit die Mama ein bisschen runterkommt. Ist er noch dass da? Sie ja, der ist noch da. Hetze mich nicht, ich bin alter Mann. Sehen. Hab ich mir gedacht. Das wäre jetzt mein Grundgedanke gewesen. Damit Sie ein bisschen für sich runterkommen. Ja? Mit Sauerstoff dran, Volumen Finja läuft. Ist die ist schon Finja Klinik am Südring gebracht alles worden, gut. Damit geht's die aus der Hitze gut. Rauskommen. Ja, da treffen. Aber die war so tough, die wollte sogar meinen Handschuh aufessen. Also um die brauchen sich keine Sorgen machen. Ja? Gut. Bleiben Sie hier. Ich hole den Lütt. Guck mal, wie fit der ist. In Ordnung? Und nicht erschrecken, es kommt jetzt einmal etwas in die Nase. Das ist am Anfang ein bisschen unangenehm. Anmelden macht Franco, okay. Ich bin selbst Vater und man ist immer besorgt, was mit den Kindern ist. Und auch wenn Kinder immer cool tun, die sind auch besorgt, was mit den Eltern ist. Und wenn man dann, wenn man das medizinisch verantworten kann, dass man beide mal zusammenbringt, löst sich die Situation eigentlich sehr schnell auf und beide beruhigen sich und lassen sich dadurch auch leichter behandeln. Vorsicht, gehst du vor? So, ich hätte hier einmal Kundschaft. Langsam. Ah, guck mal, da ist er schon. Guck mal, da ist Mama. So, komm ran. Emil. Komm mal hin. Yeah. Emil, was ist passiert? Emil, es tut mir so leid, dass ihr im Auto wart. Was ist passiert? Ich wollte nur kurz in die Apotheke und mir ging es gar nicht gut. Aber wie geht's dir, mein Schatz? Mir geht's gut. Es ist auch ein bisschen kühler jetzt. Tut mir so leid. Er ist auf jeden Fall über 9,2 jetzt hier Temperatur. Es tut mir so leid, aber Druck 110. Alles gut? Ja. Und Finja geht's auch wieder besser. Ja, Finja geht's auch gut. Okay. Alles gut. Bist so tapfer Ja, mega wirklich. Es ist alles noch mal gut gegangen. Lass es dann bitte, das brauchst du noch. Du kriegst ein bisschen Flüssigkeit. In Ordnung?
Ich würde dann jetzt gerne mit allen in die Klinik fahren. Sie treffen sich alle in derselben Klinik wieder. Alles klar. Wir sind ja. Ich gucke mal, ob ich auf alle reinkomme. Nimmst du mit? Ich bin so froh. Ich auch, wirklich, dass es euch gut geht. Ich bin einfach nur erleichtert, dass es wirklich ein gutes Ende genommen hat, dass es allen soweit gut geht. Und ich meine, es hätte viel schlimmer enden können. Carla soll sich jetzt bloß nicht irgendwie Gedanken machen, keine Vorwürfe. Sie kann nichts dafür und sie ist wirklich eine ganz, ganz tolle Mama. Die Familie wurde zur weiteren Versorgung umgehend ins Krankenhaus gebracht. Der 9-jährige Emil und sein 10 Monate altes Schwesterchen haben den Hitzschlag dank der schnellen Rettung schadlos überstanden. Mama Carla war tatsächlich wegen einer Blutvergiftung durch den entzündeten Fingernagel auf dem Parkplatz zusammengebrochen. Sie wurde intensivmedizinisch behandelt und kam schnell wieder auf die Beine.